Der Deutsche Präventionstag. Zwischenruf. Erich Marx im Gespräch. Juni 2020. Heinz Hilgers. Zum heutigen Zwischenruf begrüße ich am Telefon den Präsidenten des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers. Ja, wir haben ja zu Beginn der Corona-Krise sehr viel weniger Meldungen über Kindeswohlgefährdungen bei den Jugendämtern gehabt. Das ist zurückzuführen sicherlich auf die Tatsache, dass mit den Kitas und Schulen, die geschlossen hatten, aber auch den Kinderärzten, die weniger oder fast keine Vorsorgeuntersuchungen mehr durchgeführt haben, dass dort weniger Meldungen eingegangen sind. Und die Sorge war von Anfang an groß, dass das eine Ruhe vor dem Sturm sein könnte, weil das ja ganz entgegen den Vorstellungen war, dass durch die Corona-Krise eher der Druck in vielen Familien, vor allen Dingen mit vielen Personen in kleinen Wohnungen, eher wachsen würde und damit die Gefahr auch von häuslicher Gewalt steigen würde. Was ist Ihr zentrales Anliegen für den heutigen Zwischenruf? Das wäre schon wichtig, dass Kita und Schulen wieder komplett in Betrieb gehen. Das ist auch aus vielen anderen Gründen wichtig, weil die Belastungen für viele Familien, insbesondere aber auch für Alleinerziehende zurzeit sehr hoch ist. Bis in die Mittelschicht hinein ist es ja so, dass viele Eltern jetzt Homeoffice hatten und haben. Und da gibt es schon Konflikte alleine um den PC zwischen den Kindern und dem Homeoffice der Eltern. Und diese Konflikte sind natürlich auch, gehen auch so weit, dass sie natürlich das Verhältnis belasten. Und das alles führt auch dazu, dass viele Kinder auch ganz abgehangen werden vom Bildungsprozess. Kinder brauchen auch dringend andere Kinder. Das ist für ihre Entwicklung zentral. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie nicht nur Sehnsucht nach anderen Kindern, nach Freundinnen und Freunden, sondern sie können sich auch nicht mit Gleichaltrigen messen. Und das ist sehr schädlich für die Entwicklung. Man muss sich einfach mal vorstellen, man würde selbst als Erwachsener unentwegt seine ganze Zeit mit Menschen zusammen sein oder mit Partnern zusammen sein oder Partnerinnen, die einem in allen Belangen überlegen sind. Das ist ja unerträglich, nicht? Sie brauchen auch gleiche Augenhöhe, um sich gut entwickeln zu können. Ja, und was wir natürlich auch brauchen, ist eine Unterstützung bei der Ausstattung mit Einrichtungen. Wir haben ja auch eine schwierige Situation im Umwidmen von ernährungsbezogenen Mitteln, die jetzt anders eingesetzt werden. Wie schätzen Sie das ein? Es ist ja ein Pakt von 5 Milliarden beschlossen worden. Im vergangenen Jahr ist das Grundgesetz extra geändert worden. Und bis heute sind von den 5 Milliarden 40 Millionen umgesetzt worden von den Ländern für die Schulen. Und jetzt glaubt man, dass wenn man 500 Millionen bereitstellt für entsprechende Endgeräte, dass das jetzt ruckzuck geht. Was hat man getan? Man hat als nächstes das nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Ja. Das bedeutet am Ende, dass in Landkreis Miesbach am Tegernsee genauso viel Geld ankommt wie in Bremerhaven-Dee oder in Gelsenkirchen. Ja. Und das ist eine so unsinnige Verteilung der Geldmittel, weil doch dem Staat die Zahlen von Kinderarmut in Deutschland auch nach Regionen und Städten genau an sich bekannt sind. No. Man hätte es sofort vernünftig verteilen können. Und dann zeigt sich ja auch hier eine Grundhaltung. Man hat vollkommenes Misstrauen gegenüber allen Eltern, die in der Armut mit ihren Familien und mit ihren Kindern in einer Armutssituation leben. Und dieses Misstrauen führt prinzipiell zu einer überbordenden und damit unwirksamen Bürokratie. Was ist Ihre zusammenfassende, zentrale Aussage dieses Zwischenrufes, Ihre Forderung? Zunächst mal alles, was wir jetzt sehen. In der Corona-Krise war eigentlich die ganze Zeit so. Die Corona-Krise wirft nur die Lupe jetzt da drauf, wie in einem Brennglas. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung, weil mit Pädagogik alleine kann man Kinderarmut nicht bekämpfen. Und die zweite Forderung ist, wir brauchen in jeder Kommune in Deutschland wirkungsvolle Präventionsketten von Kinder-Jugendhilfe, vom Gesundheitssystem bis hin zu allen freien Trägern und dem gesamten Bildungswesen. Und in solchen Präventionsketten, die beginnen müssen schon, wenn es geht, in der Schwangerschaft und die sich eigentlich erstrecken müssen bis zum Übergang in das Berufsleben.
Das, was wir im Moment in der Corona-Zeit, sage ich mal, erleben, ist das eher eine Chance, dass wir doch all diese Dinge, die ja seit Jahren bekannt sind, ein bisschen eher realisieren können, weil wir sie ein bisschen deutlicher sehen? Oder wird es noch schwieriger? Meine Sorge, dass bei dem vielen Geld, das jetzt ausgegeben wird zur Rettung von Unternehmen und zur Rettung der Wirtschaft, dass am Schluss gar nichts mehr da ist für die Bedürftigen in unserem Land und dass wir auch fürchten müssen um unsere sozialen Einrichtungen und deren Finanzierung. Und dabei sind die Kinder das Systemrelevanteste, was wir haben. Unser Rohstoff ist das Bildung, das Wissen und Können der Menschen. Mit diesem Rohstoff wird zurzeit sehr fahrlässig umgegangen. Stefan Daniel. Zum heutigen Zwischenruf begrüße ich am Telefon sehr herzlich Stefan Daniel, den Geschäftsführer der Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention. Herr Daniel ist von Hause aus Jurist. Herr Daniel, ich begrüße Sie herzlich und darf Sie zunächst fragen, welche Herausforderungen für die Gewalt- und Präventionsarbeit Ihnen vor dem Hintergrund der Corona-Krise besonders wichtig erscheinen. Diese Herausforderungen sind sehr vielfältig und ich möchte an dieser Stelle ganz bewusst nicht die x-te Detailherausforderungen hinzufügen. Mir erscheint viel wichtiger eine Art Zusammenfassung der bisherigen Zwischenrufe, nämlich die Feststellung, dass wir derzeit in einer Zeit vielfacher Unsicherheiten leben. Für uns als Präventionsakteure folgt daraus aus meiner Sicht vor allen Dingen eines, nämlich dass wir einen kühlen Kopf behalten und auf Fakten und Evidenzen beruhend unsere präventive Arbeit fortsetzen. Sie haben seinerzeit einen bekannten Posterspruch abgewandelt und formuliert, keep calm and carry on preventing. Mit diesem keep calm ist aus meiner Sicht natürlich nicht die Botschaft gemeint, dass alles gar nicht so schlimm ist und kein Grund zur Besorgnis besteht. Ganz im Gegenteil. Keep calm bedeutet also nach meiner Überzeugung, die präventiven Bedarfe mit dem bereits erwähnten kühlen Kopf zu erheben und darauf wohlüberlegte Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, umzusetzen und zu fördern. Übrigens, bei der Entwicklung dieser Maßnahmen ist mir eigentlich aktuell alles andere als bange, denn es gibt zahlreiche hervorragende Akteure. Da könnte ich beispielsweise die polizeiliche Kriminalprävention nennen. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel mehr Online-Hilfsangebote von sowohl zivilgesellschaftlichen als auch staatlichen Akteuren. Kann man feststellen, die Corona-Krise bestimmt alle Tagesordnungen im Moment? Ja, in der Tat. Ich finde es jedoch wichtig, dass es uns gelingen muss, unabhängig von Krisenzeiten und auch unabhängig von bestimmten Phänomenen und Deliktstypen, das in den Blick zu nehmen, was man vielleicht gerade jetzt treffend mit dem Begriff Krisenfestigkeit beschreiben kann. Aus kriminalpräventiver Sicht müssen wir konkret Familien, Kinder und Jugendliche stärken. Wir müssen junge Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, sie mit entsprechenden Ressourcen ausstatten. Entwicklungsförderung und Gewaltprävention. Verstanden als frühe Stärkung allgemeiner Lebenskompetenzen und persönlicher Ressourcen hilft, Menschen krisenfest zu machen. Die Erhöhung von Schutzfaktoren bei gleichzeitiger Reduzierung von Risikofaktoren führt zu einer Stabilisierung der Persönlichkeit und ist damit hilfreich für zahlreiche Belastungssituationen. Eine universelle Entwicklungsförderung ist eine Chance, positiven Einfluss auf die Entwicklung gerade solcher Menschen zu nehmen, deren familiäre Ressourcen begrenzt sind. Frühe Präventionsansätze fördern und stärken alle Kinder, die daran teilnehmen. Wir als Stiftung treten deshalb schon für diesen universellen Ansatz ein. Alles zusammengefasst, was ist das zentrale Anliegen Ihres heutigen Zwischenrufes? Zentrales Anliegen ist eigentlich die Feststellung, dass viele Phänomene, denen wir präventiv begegnen müssen, nicht vom Himmel fallen. Die haben ihre Ursache im Aufwachsen der Menschen. Diese Individualentwicklung muss bestmöglich begleitet werden. Frühzeitig, entwicklungsfördernd mit Unterstützungsangeboten. Hierdurch werden junge Menschen mit dem nötigen sozialen Rüstzeug ausgestattet und sie lernen nicht nur, aber insbesondere in Zeiten einer Krise mit eigenen Ängsten und Sorgen vernünftig umzugehen und den hiermit verbundenen Stress angemessen zu bewältigen. Wir als Stiftung BFK unterstützen Projektträger, die genau diesen Präventionsansatz im Blick haben. Und statten Sie mir vielleicht noch kurz ein zweites Anliegen. Umbrüche, wie wir sie gerade haben, dienen, glaube ich, auch der Selbstreflexion. Das heißt für uns, wir haben da ja, ich sag mal, im täglichen Leben relativ viel gelernt, Stichwort Videokonferenz, die wir viel mehr nutzen müssen. Und ich denke, dass wir natürlich trotz allem digitale Angebote ausbauen sollten. Beispielsweise Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte im Bereich der Prävention.
Das ist ja im Moment häufig ein Hinderungsgrund, dass beispielsweise die Reisekosten nicht übernommen werden. Und ich denke, dass mit entsprechenden digitalen Maßnahmen wir viel näher an unsere Zielgruppe herankommen. Und auch auf diesem Gebiet entwickeln wir als BFK derzeit Ideen und fördern entsprechende Projekte. Wie immer bei den Zwischenrufen die herzliche Bitte zu einer kurzen zusammenfassenden Aussage Ihres heutigen Anliegens. Wir sollten mit dem bereits erwähnten kühlen Kopf an die präventiven Herausforderungen rangehen. Wir müssen Bedingungen schaffen, unter denen junge Menschen zu starken Persönlichkeiten heranwachsen. Ja. Nur auf diesem Wege lernen sie zunehmend auch durch schwere Zeiten wie Krisen zu gehen, aber eben auch darüber hinaus. Professor Dr. Bernd Mählig. In seinen zentralen beruflichen Stationen war er bislang Leiter der Fortbildungsabteilung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Er war Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Frankfurt und er ist Gründer des Instituts für Sozialwirtschaft in Lüneburg. Ihr Ausgangspunkt ist ja Corona und da ist mein Thema natürlich die Situation zurzeit in den 180 Gefängnissen in Deutschland. Ja. Mit ungefähr 65.000 Gefangenen. Wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man, dass da fast alle Vorteile, die die Strafvollzugsreform in den 70er Jahren gebracht hat, dass die jetzt gefährdet sind oder auch schon reduziert sind oder zum Teil eben auch gar nicht mehr angeboten werden. Das heißt, der moderne Behandlungsvollzug, wie er ja in allen Vollzugsgesetzen der Bundesländer festgeschrieben ist, wird schrittweise reduziert und der alte Verwahrvollzug lebt wieder auf. Dazu kommt eben, dass auch in der Öffentlichkeit andere Fragen jetzt hohe Priorität bekommen. Mhm. Und unser Problem ist ja immer, wie kriegen wir gesellschaftliche Unterstützung oder mediale Unterstützung oder auch politische Unterstützung. Und da ist vieles gefährdet von dem, was wir erreicht haben. Wenn man das alles mal sich vor Augen führt, was ist das zentrale Anliegen Ihres heutigen Zwischenrufes? Ich vertrete ja im Grunde seit den 70er Jahren dieses Konzept der durchgehende Betreuung oder eben eines Gesamtsystems ambulanter und stationärer Resozialisierung. Und da müssen wir sagen, dass die Föderalismusreform im Jahr 2006 da große Probleme bereitet hat. Der Heribert Prandtl hat in der Süddeutschen ja jetzt zu Pfingsten geschrieben, ja, genau. Die Föderalismusreform hat die Wissenschaft vom Strafvollzug marginalisiert und sie hat die gesellschaftliche Debatte über den Strafvollzug gekillt. Dem muss man leider zustimmen. Also wir haben eben in den 16 Bundesländern zwar viele innovative Ansätze, wir haben die neuen Gesetze, aber dieses Gesamtsystem der ambulanten und stationären Resozialisierung bedarf noch immer einer grundlegenden Reform. Wir haben einen Flickenteppich, der täglich im Grunde größer wird. Und das betrifft eben auch die ambulante Resozialisierung, nicht nur den Strafvollzug, sondern auch die Regelungen über die Gerichtshilfe, Bewährungshilfe, die Führungsaufsicht, da bräuchten wir schon lange moderne Gesetze. Wir hatten mal uns ausgesprochen für ein Bundesresozialisierungsgesetz. Genau. Jetzt müssten es Ländergesetze sein, also Landesresozialisierungsgesetze. Also das ist eine große Aufgabe, die wartet seit Jahrzehnten und die wird jetzt absolut nachrangig. Eine andere große Aufgabe ist zum Beispiel die Frage der Inhaftierungsraten, der Gefangenenraten. Und das kann man strategisch steuern. Man kann eben auch besser die ambulanten Dienste ausbauen, die Bewährungshilfe, vor allem die Gerichtshilfe. Das hat Ostendorf sehr stark gemacht. Die Gerichtshilfe ist bundesweit notleidend. Ja. Und auch die Projekte oder auf Dauer abgesichert die freie Strafwilligenhilfe, die sowohl im Vollzug wie nach der Entlassung ganz wichtige Aufgaben der sozialen Integration übernimmt. Und wenn man das strategisch macht, dann kann man eben auch die teuren und rückfallgefährdeten Entlassungssituationen reduzieren. Und deshalb ist eben die große Frage, kriegen wir da eine neue Diskussion mit Corona oder nach Corona? Werden die öffentlichen Mittel an den richtigen, wirksamsten Stellen der Wertschöpfungskette Resozialisierung eingesetzt? Warum gibt es kein unabhängiges Bundesinstitut, das nachhaltig und wirkungsorientiert Qualität und Kosten der ambulanten und stationären Resozialisierung kontrolliert und begleitet? Im Gesundheitssystem gibt es das, im Bereich Resozialisierung gibt es das nicht. Es kommt mir manchmal so vor, 30, 40, fast 50 Jahre rückschauen, als wenn sich überhaupt nichts verändert hätte. Geht Ihnen das ähnlich? Es hat sich zu wenig geändert, weil die Konzepte, ich habe ja guten Freund, den kennen Sie auch, Frieder Dünkel,
der ähnlich lange in dem Bereich tätig ist, der hat mir geschrieben, Bernd, du musst aufpassen, dass du nicht immer wieder dieselben Sachen schreibst und dieselben Argumente bringst. Und das ist richtig. Diese ganzen Gedanken, die ich heute nach wie vor gewissermaßen verkünde, hatten wir schon in den 60er, 70er Jahren. Ja, und es hat sich aber auch vieles positiv geändert. Also wenn man drängt, jetzt gerade die freie Straffälligenhilfe, sind glaube ich über 600 Projekte bundesweit, die dort gefördert werden. Nur sie sind im Gesamtkonzept sind sie marginal. Die Bewährungshilfe in Deutschland ist absolut notleidend. Und wir haben ja auch akute Fälle, wo man sagen kann, bei der Frage Kindesmissbrauch und Ähnlichem, hat da die Bewährungshilfe und hat da die Führungsaufsicht eigentlich funktioniert. Also wir sehen mit Priorität oder die Gesellschaft mit Priorität die Mauern und sagt dann wegsperren und glaubt, das wäre die Lösung. Wir wissen alle, wie hoch die Rückfallquoten sind. Wir wissen alle, was das Gefängnissystem kostet. Und es fehlt dieser Gesamtansatz im Grunde für den systemischen Wandel. Ja. Jetzt gibt es wieder ein neues Buch von Ihnen, Resozialisierung und systemischer Wandel. Kriegen wir ein kleines Appetithäppchen? Also systemischer Wandel ist das Thema, was angesagt ist. Und zwar Schritt für Schritt über Projekte, über Innovationen, über Veränderung der gesetzlichen Grundlagen, über Organisationsreform. Also die Instrumente kennen wir alle. Und wir haben sie auch in den letzten Jahrzehnten an einigen Stellen zumindest erfolgreich angewendet. Aber es ist eben kein systemischer Wandel insgesamt gewesen. Und da muss man Prantl recht geben, da hat diese Föderalismusreform zu einer Marginalisierung geführt. Es ist kein gesamtgesellschaftliches Thema mehr. Aber es ist nochmals mein letztes Buch zu dem Thema, nochmal so eine Gesamtdarstellung, und zwar jetzt in enger Zusammenarbeit mit Autoren und Initiativen aus Österreich und der Schweiz. Es gibt auf der europäischen Ebene auch Stellungnahmen des Europäischen Rates. Darum wird es gehen. Wie kriegen wir so einen neuen Aufbruch hin, was auch das Thema Resozialisierung betrifft? Darf ich Sie abschließend noch um eine kurze zusammenfassende Aussage zu Ihren heutigen Anliegen bitten? Es geht darum, eben, was Sie auch gesagt haben, die Evidenzbasierung, die kriminologische Forschung stärker zu machen, mehr wissenschaftliche Grundlagen zu schaffen. Es geht um die Modernisierung der gesetzlichen Grundlagen. Es geht um ein Gesamtkonzept ambulanter und stationärer Resozialisierung. Es geht um eine Umverteilung der Mittel. Es geht um Personalentwicklung, vor allem Vernetzung auch insgesamt. Stichwort Enquete-Kommission. Wir haben ja vor Jahrzehnten eine sehr wirksame Enquete-Kommission im Bereich der Psychiatriereform gehabt. Das hat eine Menge bewirkt. Und Sie sprechen sich ja, wenn ich richtig sehe, dafür aus, dass eine entsprechende Enquete-Kommission für ambulante und stationäre Resozialisierung, könnte sie heißen, wie auch immer, spätestens in einem nächsten Bundestag dann auch eingerichtet wird. Ja, das fordere ich. Wenn wir mal daran denken, wie die Strafvollzugsreform 60er, 70er Jahre vorbereitet wurde, mit welchen Kommissionen, wie die Verbände dort zusammengewirkt haben, mit Alternativprofessoren, so kann man einen systemischen Wandel kann man so begründen und herbeiführen. Und so etwas brauchen wir wieder. Und der Deutsche Bundestag ist natürlich das richtige Organ. Also wir brauchen eine kritische Bestandsaufnahme, was diese Föderalismusreform eigentlich bewirkt hat. Und dann eben den neuen Aufbruch zur Optimierung der ambulanten und stationären Resozialisierung. Tatsächlich, das hat hohe Priorität. Professor Dr. Oskar Josef Gestrein. Seit seiner vielbeachteten Dissertation vor einigen Jahren mit dem Titel Das Recht auf Vergessenwerden als Menschenrecht hat er zahlreich zu diesem Themenkomplex publiziert. Aktuell arbeitet er als Assistenzprofessor an der Universität Groningen in den Niederlanden. Ja, vielen Dank für die Einladung. In der gegenwärtigen Situation ist es mir besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Verwendung großer Datenmengen, also das bezeichnet man auch als Big Data, für sich allein keine Lösung darstellt. Wahrscheinlich haben wir gerade aufgrund des schnelleren und verbesserten Verständnisses von komplexen Zusammenhängen die Chance, besser als frühere Generationen mit einer Pandemie umzugehen. Aber die gesteigerte Komplexität in der Informationserfassung und Verarbeitung kann auch dazu führen, dass man falsche Prioritäten setzt und sich auf die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt konzentriert. Daten muss man im richtigen Kontext verstehen und das bedarf Expertise und Erfahrung. Das heißt, Ihr besonderer Fokus sind die Menschen- und Bürgerrechte. Für mich sind Menschen- und Bürgerrechte historische Erfahrungswerte,
die aufgrund ihrer Wichtigkeit zu Grundpfeilern unserer Gesellschaft geworden sind. In Zeiten der Stabilität und vermeintlichen materiellen Wohlstands erscheinen sie manchen als Ballast. Aber wenn sich die Dinge so wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten schnell und unvorhersehbar verändern, erlauben wir es uns, eigentlich einen Kontext zu setzen. Die Kunst dabei ist, diese abstrakten Werte konkret auf die jeweilige Situation anzupassen und sie zur Grundlage von neuen Strategien zur nachhaltigen Krisenbewältigung zu machen. Gerade wenn es um die Verwendung neuer Technologien geht, ist das besonders spannend. Mich persönlich erinnert die gegenwärtige Situation mit den Diskussionen um die Schaffung neuer Überwachungssysteme oder jetzt auch wie diese Woche der Einführung der digitalen Kontaktverfolgungs-App in Deutschland. Ja. Mhm. Auch an die Lage, was auch versucht wurde, mit neuer Technologie zu machen, nachdem die Anschläge in New York stattgefunden haben, wo man versucht hat, Daten zu verwenden, um auf die Situation zu reagieren, wo aber dann viel passiert ist, was man dann im Nachhinein wieder etwas kritischer betrachten musste, als man etwas Abstand zu der unmittelbaren Bedrohung gewonnen hat. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wir haben vor einigen Jahren einen Präventionsvortrag in Big Data gehört und hat die Teilnehmer beim Deutschen Präventionstag ziemlich verunsichert hinterlassen. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Eines der großen Probleme, das wir haben, ist, dass wir Grundrechte oft, wie gesagt, als Hemmschuhe empfinden. Die Verwendung von Technologien heute ist so umfassend und sie reichen ja in alle Bereiche unseres Lebens, dass es nicht nur genügt, an sich ein System zu entwickeln, das technisch gesehen funktioniert, sondern wir müssen uns heute viel mehr über die soziale Implementierung sozusagen dieser Technologie unterhalten, weil da spielen Machtstrukturen eine Rolle, aber da spielt auch der gesamtgesellschaftliche Umgang und die Einbettung in die Gesellschaft eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, dass das meistens immer noch bei diesen Diskussionen und Prozessen zu kurz kommt. Welche Rolle spielt die Privatsphäre, die Solidarität auch in dieser Auseinandersetzung eine Rolle für Sie? Ich sehe die Diskussion um die Privatsphäre eigentlich als Symbol für die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft. Also wo ist der Raum für die individuelle Autonomie, wo ist der Raum für die Ordnung, für die Sicherheit? Aber gerade wenn wir über Big Data sprechen, dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, wo ist denn der Raum für kollektive Autonomie? Also in Deutschland haben wir zum Beispiel eine sehr große Diskussion über digitale Souveränität auch. Und gerade diese Kontaktverfolgungs-App wird ja jetzt auch unter dem deutschen Modell als ein Symbol oder ein Zeichen für digitale Souveränität gesehen. Und deswegen wieder der Punkt, dass die Privatsphäre und die Diskussion rund um die Privatsphäre eigentlich darauf verweist, wie sich diese Gestaltungssphären zueinander verhalten. Was bedeutet das für moderne Datenverantwortlichkeiten, die wir vielleicht auch ganz neu begreifen müssen in der Gesellschaft? Wir haben es auch gesehen in den letzten Jahren in der Diskussion zum Beispiel um künstliche Intelligenz, dass es ja immer mehr darum geht, nicht nur eben Privatsphäre oder Datenschutz auf das Individuum bezogen zu regeln, sondern dass wir uns viel breiter fragen müssen, was sind die ethischen Konsequenzen des Ganzen und wo wollen wir hin damit? Und diese Diskussion, die muss früher als bisher geführt werden, weil wir, wie gesagt, sehen, dass diese technologischen Systeme viel mehr auf die Gesellschaft einwirken und viel umfassender einwirken. Kann man sagen, dass es eine zentrale zusammenfassende Forderung gibt? Was wichtig ist, ist einen breiten gesellschaftlichen Diskurs darüber zu führen. Und ich sehe schon das Recht auch als zentralen Baustein des Ganzen, weil der Vorteil des Rechts ist, dass es klar um Verantwortlichkeiten geht und Rechte geht. Andererseits aber, wie gesagt, glaube ich, dass es bei vielen dieser Technologien, und das sehen wir jetzt wieder, dass wir über diese Kontaktverfolgungs-App zum Beispiel sprechen, sehr gut, dass es da auch viel weiter geht, weil wir unterhalten uns jetzt sehr viel über die Anwendung und ob das überhaupt läuft und dass da zunächst keine Daten gesammelt werden. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon zum Beispiel gestern gesehen, dass
Diskussionen darüber auftauchen, wie funktioniert das im Alltags, im Arbeitsalltag der einzelnen Person, welche Möglichkeiten hat das zum Beispiel ein Dienstgeber, um so etwas verpflichtend zu stellen. Und da gibt es auch bereits einige Leitfaden dazu, aber man sieht, dass das, wenn man das rein rechtlich betrachtet, sehr schnell eine sehr formelle Diskussion wird und die kann man führen. Aber letztlich muss es doch darum gehen, einen guten und verantwortlichen gesellschaftlichen Umgang damit zu finden. Professor Dr. Britta Bannenberg. Sie hat den Lehrstuhl für Kriminologie der Universität Gießen inne und ist zu ihren Forschungsschwerpunkten bekannt für die Themenkomplexe Amok, Terror, Tötungsdelikte, aber auch Gewalt, organisierte Kriminalität, Hate Crime, Kriminalprävention und Opferschutz sowie auch Korruption von Wirtschaftskriminalität. Aktuell erscheinen mir einige Themen zwar sehr wichtig, ich glaube aber, dass herauszugreifen ist das weite Feld des Cybercrime oder der Internetkriminalität. Das ist natürlich eine vielschichtige Angelegenheit. Aber wenn man Corona-bezogen denkt, dann dürfte ja klar sein, dass zumindest in den Zeiten, als die Menschen alle zu Hause waren, sehr viel an Internetaktivitäten lief. Und wo Gelegenheit, da Diebe. Da Diebe, genau. Der Kriminologe und so war es ja sicherlich auch. Und damit vermischen sich aus meiner Sicht gerade in diesem Themenfeld präventive, aber auch repressive Erfordernisse. Es geht natürlich vielfach durch die Medien, die ganze Problematik Hate Crime, Bedrohungen von kommunalen Mandatsträgern oder überhaupt von Menschen, die sich öffentlich wagen zu äußern, ihre Meinung sachlich versuchen kundzutun. Und dann auf einmal mit irgendwelchen Beleidigungen übelster Art, aber auch Bedrohungen konfrontiert sind. Und das ist so die eine Schiene. Die andere Richtung ist natürlich, dass man bei den Bestellungen im Internet Böses erleben kann. Und die andere Geschichte ist, man ahnt zwar, dass man sich Viren, Trojaner und sonstige Schadsoftware einfangen kann. Ob man sich wirklich immer schützt, das muss sich, glaube ich, noch sehr verbreiten. Und man kann davon ausgehen, dass Kriminelle jeglicher Couleur alle Arten von Daten letztlich interessant finden. Es gibt im Internet Verkaufsplattformen, danach kostet die Kreditkarte mit dem Echtnamen so 2,50 Euro. Sind Sie in der Uni auch selber davon betroffen? Nicht nur Corona hat in Gießen wie überall zugeschlagen, sondern wir haben im Dezember 2019 einen ganz großen Hackerangriff gehabt und zum Glück wurde das rechtzeitig bemerkt aufgrund der zahllosen Aktivitäten gegen die Uni gerichtet und die ganze IT wurde vom Netz genommen, Anfang Dezember. Das war relativ katastrophal für die normalen Arbeitsabläufe und dennoch ging es in gewisser Weise glimpflich ab. Ja. Unternehmen, die ebenfalls massiv betroffen sind, leugnen sowas aber komplett und zeigen diese Taten überhaupt nicht an, weil sie natürlich fürchten, dass dann Angst vor Datenschutzlecks besteht und Reputationsschäden natürlich befürchtet werden. Also das Problem ist viel größer. Was ist das zentrale Anliegen Ihres heutigen Zwischenrufes? Ich denke, gerade diese Thematik Cybercrime wird durch Corona noch einmal intensiviert. Es kann im Grunde nicht so bleiben, wie man es im Moment sieht, dass sich die Bürger zu unbedarft ins Netz begeben, und zwar jeder einzelne von uns. Es ist aber auch so, dass man sich natürlich fragen muss, wo sind die Strafverfolgungsbehörden, wenn es um alle Arten von Cybercrime geht. Die Polizei, das wird man für alle Bundesländer leider immer noch sagen müssen, ist komplett überfordert. Geht der Bürger zur Polizei, weil er betrogen wurde bei eBay oder weil seine Identität gestohlen wurde und dann erstaunliche Dinge damit gemacht wurden, dann erlebt er in der Regel, dass die Polizei ihm nicht helfen kann und nicht helfen wird. Und es ist nicht nur ein Problem der Polizei, sondern auch der Justiz. Ob die Justiz überhaupt in der Lage ist, Beweise zu sichern, wenn es um diese Art von Kriminalität geht, wird man außerhalb von Sonderdezernaten völlig bezweifeln müssen und Richter müssten ja ebenfalls in der Lage sein, entsprechende Beweiswürdigungen anzu,
stellen und da habe ich meine Zweifel. Was ist zu tun, wenn Sie es abschließend nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen? Was ist Ihre Erwartung, Ihre Aufforderung? Also ich würde beim Einzelnen ansetzen, dass er sich bewusster ist, was er macht, wie gefährdet wir alle sind. Nicht alles einfach auf einem Computer lassen, in einer Cloud speichern und glauben, das Ganze könnte nie verschwinden oder gestört werden. Aber Polizei und Justiz müssen intensiv aufrüsten im Sinne von Kenntnisse verbessern, Spezialisten auch einstellen und diese Art von Kriminalität endlich angemessen verfolgen. Ich gehe davon aus, dass die polizeiliche Kriminalstatistik schon in dem Bereich völlig unterberichtet ist und diese Form von Kriminalität gar nicht abbildet in ausreichendem Maße. Und wenn man das weiterdenkt, dann kann man davon ausgehen, dass gerade organisiert kriminelle Gruppen jede Form von Schwäche in dem Bereich längst ausnutzen. Und dort werden die Strukturen überhaupt nicht erkannt. Die Schadenspotenziale sind riesig. Also man muss präventiv und repressiv reagieren, denke ich. Zwischenruf. Erich Marx im Telefonat. Ein Podcast des Deutschen Präventionstages 2020.